Das ist übrigens Zoe. Hallo zusammen. Oder Zoe, wie man es eben richtig sagt auf Griechisch. Zoe hat gefunden, sie wollte mir Fragen stellen, also ein Interview machen. Und dann habe ich gesagt, nein, so läuft das nicht. Ich gehe nie nachher ohne meine Kamera. Und weil du warst echt die Griechin bist, habe ich gefunden, die passt doch perfekt in meinen Vlog rein. Und unser Vlog peppen wir auf, indem wir ein Battle haben von unseren Müttern. Mal schauen, ob Zoe's Mami doch mithalten kann. Also, let's bring it on, Mami. Du bekommst schon Essen von deiner Mami mit über. Jeden Tag mit dem Tupperware. Ihr Tupperware versus mein Tupperware. Meine Mutter weiss, wie verfressen ich bin. Ich hoffe, du hast alles Tupperware. Darf ich präsentieren? Das ist Reis mit Linsen, mit Rande, Aubergine und Spinat. Du hast das Nationalgericht mit dem... Es ist mega spektakuläre Bohnensuppe. Wer ist bei euch Familie Oberhaupt? Ist es Mami oder ist es der Papi? Es ist einfach mega schwierig zu sagen. Mein Big Fat Greek Wedding hat ein schönes Zitat. So, Familie Oberhaupt ist der Papi. Aber die Mutter ist der Hals, der ihn in jede Richtung lenkt, wo sie will. Bei uns ist glaube ich so, der Vater ist draussen der Familie Oberhaupt. Und gegen ihn ist ganz klar, wer die Regeln macht. Die Mami hat uns Idioten im Griff im Fall. Was ist eigentlich da drinnen, Haus? Aber Bohnensuppe hast du gesagt? Es ist ein Geheimnis. Nein. Nein, wirklich, das ist das Rezept von meiner Grossmami. No shit. Könntest du das jetzt so machen? Nein, ich muss sagen, ich backe lieber. Ja, bei meiner Mami ist also, ihr Level ist so gut. Gell? Alles, was ich würde machen, wird schlechter sein. Sie sagt immer so, mega fein. Sie ist immer mega nett zu mir. Und mein Bruder, mein Vater. Wenn du mal Kind hast, was gibst du ihnen mit? Bäh. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich glaube, jetzt weiß, dass ich es wieder mitgeben, ist so, Familie ist alles. Die Familie kommt an der ersten Stelle, egal was passiert, am Schluss ist deine Familie für dich da. Da gibt es ja die klassische Frage, so, wie fühlst du dich? Fühlst du dich wie eine Griechin oder wie eine Schweizerin? Was sagst du? Ich weiß es nicht, ich bin beides. Ich sage gerne auch mal, dass ich ein Weder noch bin. Ich bin weder Tamilin noch Schweizerin. Ich bin eigene Gattung und die ist eben Sekunde. Ja, oft habe ich das Gefühl, dass ich mit Leuten wie mit dir mich mehr identifizieren kann als Schweizer, die hier sind geboren oder Tamilen, die in Sri Lanka sind geboren. Aber mit dir habe ich das Gefühl, habe ich mehr Gemeinsamkeiten, durch das man so... Ja. Wenn du dich müsstest entscheiden, Rösti oder Curry? Ich meine, schau das Essen. Es ist so vielfältig. Wenn ich das Leben lang nur noch das Gleiche dürfte essen, dann würde ich so ein Reisgericht nehmen mit verschiedenen Currys. Wenn du mich das als 15-Jährige gefragt hättest, hätte ich ohne mit den Wimpern zu suchen Rösti gesehen. Okay. Aber jetzt bin ich so ein bisschen, keine Ahnung, wieder auf das zurück. Das ist schon gesund. Mit Hand essen oder Gabel und Messer? Mit Hand essen, Leute. Du verbrennst dir nie die Zunge, weil du weißt, wie heiß das Essen ist. Es gibt nichts Besseres, als wenn man mit den Fingern isst. Trust me. Tu deine Pfötli waschen und iss mal dein Essen mit den Fingern. Tausendmal besser. Kommentiert doch im Feld hier unten, was euer Lieblingsessen ist. Ich würde es gerne wissen, ist es Raclette, ist es Gyros, ist es Curry? I wanna know. Und wir sehen uns am nächsten Freitag am 5 Uhr pünktlich wieder hier auf Tamagotcha. Mua. Super.